Lalala, guten Morgen, hier ist die Andrea aus Andalusien. An diesem wundervollen Morgen mit Hugi. Ja, hier bin ich, die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com und ich begrüße euch an diesem tollen Morgen. Und ich habe heute auch wieder ein Thema für euch, aber erst will ich was ausprobieren, weil ein Herzmensch hat gesagt, ich soll hier in diesen Punkt gucken, weil dann gucke ich in die Kamera und dann gucke ich die Leute an. Aber da fängst du ja an zu schielen, weil ein Auge guckt nach außen und das andere guckt wie heißt das, ins Display, und ich kann so nicht ein Video machen, da werde ich ja blöd im Kopf. Außerdem, wenn ich hier ins Display gucke, dann sehe ich mich und ich finde das schön, weil ich mich nämlich total geil finde. Hallo Andrea. Ja, ich bin schon wieder ein bisschen irre. Okay, machen wir jetzt ernst. Ich habe ein Thema und zwar fiel mir das so ein jetzt, Hoffnung und Erwartung. Ja. Und das Thema kam auf, als ich neulich mit einem Herzmensch gechattet hatte und dann hat er mir irgendwie, wir hatten eine Situation, wo man, wenn Ergebnis aus dieser Situation entsteht, durch etwas Drittes sozusagen, dann kommt was Schönes bei raus, ja? Und diese Situation, die hatte ich total vergessen, ja? Und er meinte dann, er hatte dann im Nebensatz erzählt, dass es eventuell passieren kann, dass was Gutes bei rauskommt, weil das Dritte dazu kommt. Und dann habe ich gesagt, huch, du hast mir das gar nicht erzählt. Und dann sagt er, ja, er wollte mir keine Hoffnung machen. Dann sage ich, also wir haben geschrieben, ne? Dann sage ich, ich mache mir keine Hoffnungen. Ich mache mir nie Hoffnungen. Aber da ich ja immer erst rede und schreibe, bevor ich denke, habe ich dann irgendwie den Satz noch mal durchgelesen. Das ist ja das Geile am Chat. Du kannst ja noch mal durchlesen, was du gesagt hast. Ne? Habe ich noch mal durchgelesen, habe so gedacht: Ist das wirklich so? Habe ich denn überhaupt keine Hoffnungen an solche Dinge, an so Sachen? Und dann bin ich in das Thema noch mal rein. Und eigentlich war ich ja noch drin, war ich ja jetzt drin, weil er hatte gesagt, die Situation kann immer noch so werden, dass eben das Ergebnis schön wird. Ne? Und habe dann so reingefühlt und gedacht, ja, im Moment freue ich mich. Im Moment, so die ersten 5, 6 Minuten überlege ich mir, schön, wenn das Ergebnis dann rauskommt. Dann kann ich das machen und jenes machen. Aber ich habe es dann nach 5 Minuten eh wieder vergessen. Ich meine, jetzt habe ich nicht vergessen, weil ich erzähle ja drüber, aber ich mache mir keine Hoffnung. Ja, ich nehme es als Tatsache hin und ich mache mir keine Hoffnung. Und dann habe ich gemerkt, dass Hoffnungen ja an Erwartungen geknüpft sind. Ne, wenn du dir eine Hoffnung machst, erwartest du ja, dass zum Beispiel in dem Moment das in Erfüllung geht, von dem jetzt der Herzmensch von mir erzählt hatte. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe dann so andere Situationen durchgegangen, habe gedacht, nö, eigentlich habe ich ganz, ganz, ganz selten wirklich Erwartungen. Und vielleicht bin ich deswegen so relaxed oft. Also ich bin natürlich nicht relaxed. Ich bin dann schon immer mal aufbrausend und mal kurz wütend, aber für 2, 3 Sekunden oder mach mir halt für 2, 3 Sekunden oder 4 Minuten Hoffnung. Also in dem Fall wie dieses Beispiel, aber eigentlich ist es dann halt vorbei und dann habe ich es vergessen. Ich vergesse auch total viel in letzter Zeit. Auch Worte. Ich habe so richtig Wortfindungsstörungen. Vielleicht liegt es daran, weil ich immer mehr im Jetzt lebe und das Alte, das ist ja nicht mehr interessant, weil eigentlich der Moment, der vorbei ist, ist ja nicht mehr interessant, weil der Moment, der jetzt da ist, ist ja jetzt da. Ne? Ja, und dann habe ich das halt einem anderen Herzmenschen erzählt, meiner Soulsis, meiner Seelenschwesterchen. Und die meinte dann, aber wenn du in den Supermarkt gehst, hast du doch die Erwartung, dass deine Hafermilch da ist. Ich muss dazu sagen, ich habe dem Supermarkt, der Dame im, wir haben so einen Tante-Emma-Supermarkt halt hier im Ort, habe ich halt gesagt, ich brauche diverse Sachen, weil ich ja tierleidsfrei lebe und ob sie mir das besorgen kann. Und sie hat mir es halt besorgt und die hat dann auch gemerkt, boah, das verkauft sich ja relativ gut, weil es gibt noch andere Menschen, die das vielleicht verzehren.
Und deswegen hat sie das halt gesagt, ne? Und dann sage ich, ja, ich gehe halt in den Supermarkt und wenn meine Sachen nicht da sind, die ich da eigentlich erwarte, sage ich jetzt schon, die eigentlich normalerweise da sind, dann ist es auch okay. Ich erwarte nicht unbedingt, dass es da ist, sondern ich freue mich, wenn es da ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn es da ist und freue mich jedes Mal, dass diese Frau so offen war und das so besorgt hat, ja. Und jetzt auch feststellt, dass andere Menschen das verzehren. Und das ist übrigens auch Vorleben, ne? Weil sie hat das dann nämlich auch probiert, die verschiedenen Milchdrinks, die ich bestellt habe. Und Haferflocken gab es nicht zum Beispiel, ist hier in Spanien nicht so üblich und solche Geschichten. Ja, und nee, ich habe keine Erwartung, dass es da ist. Und sollte es dann mal nicht da sein, ist es kein Weltuntergang. Dann kaufe ich mir im schlimmsten Fall halt doch mal Sojamilch oder ich, weil das ist immer da, das ist schon Standard hier in Spanien, aber oder ich mache sie mir selber aus Mandeln oder weiß ich nicht, ne? Mach mir dann halt Mandelmilch oder ich habe da keine Erwartung oder Hoffnung, dass das da ist. Und dann habe ich so, sagt sie, dann sagte sie, aber Erwartungen gehören doch zum Menschsein. Nee, dann sagte sie, ja. Da sagte ich, nee, bei mir aber nicht. Und da sagte sie, doch, das gehört zum Menschsein. Und dann habe ich nochmal reingefühlt und dann habe ich festgestellt, es gibt schon noch so eine Grunderwartung, die man immer hat. Ja, ich nenne das jetzt mal die natürliche Erwartung. Also es gibt zwei Arten von Erwartungen. Die natürliche und die, die man so vom Kopf her hat. Ne? So vom, wow, ich erwarte jetzt das und das Ergebnis und wenn das eintrifft, dann mache ich das und das und dann machst du dir ein Kopfkino und wenn es nicht eintritt, dann bist du halt enttäuscht. Und dann siehst du auch keine andere Möglichkeit mehr, weil du ja nur dieses eine Ding erwartet hast. Ne? Das ist das Kopfkino-Erwarten, sage ich jetzt mal. Dann gibt es diese Grunderwartung, dass du zum Beispiel, wenn es Nacht ist, und du schlafen gehst, dass du erwartest, so intuitiv halt, so eben innen drin, dass am Morgen die Sonne aufgeht, ja, zum Beispiel. Oder wenn du einen Schritt nach vorne machst und noch einen Schritt, erwartest du so in dir drin, dass du vorwärts kommst, ja, diese Geschichten. Und ich zum Beispiel, wenn ich würde dann sagen, ja, okay, ich gehe jetzt schlafen und morgen geht die Sonne auf. Denke ich gar nicht drüber nach, aber vielleicht jemand, der dann im Kopfkino ist, denkt sich, ah, wenn dann morgen die Sonne aufgeht, dann gehe ich raus und dann gehe ich, mache einen Spaziergang und dann gucke ich mir die Blümchen an und dann lasse ich mir, dann lege ich mich in die Sonne und dann lasse ich mich bräunen und so Geschichten. Und wenn sie dann aufwachen und die Sonne geht nicht auf, kann ja auch mal passieren. Die Sonne geht nicht auf. Huch. Boah, dann ist das für denjenigen, der sich vorher ein Kopfkino gemacht hat und Hoffnungen und Erwartungen und überlegt hat, was er alles macht, der ist dann erstmal voll im Stress. Und dann ist er blockiert. Und dann sieht er nämlich gar nicht mehr irgendwelche anderen Möglichkeiten. Er ist im Stress, er ist wütend, er ist enttäuscht. Bei mir wäre es dann so, ich würde aufwachen, würde sehen, die Sonne ist gar nicht aufgegangen, würde denken, Scheiße, die Sonne geht ja gar nicht auf. Was mache ich denn jetzt? Na gut, ich mache erstmal Licht an. Dann stellst du vielleicht fest, dass auch kein Strom da ist. Okay, dann suche ich eine Kerze, ich mache eine Kerze an und dann stellst du vielleicht fest, dass keine Kerze da ist. Dann da denke ich mir, oh ja gut, lege ich mich halt wieder ins Bett und schlafe noch eine Runde. Das wäre dann das Ding, was ich machen würde. Oder ich würde im Dunkeln rausgehen, vielleicht scheint ja der Mond oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ich würde natürlich im ersten Moment denken, Scheiße, die Sonne geht nicht auf, aber ich würde dann gleich nach Möglichkeiten suchen. Ne, so. Weil ich überhaupt keine Erwartung hatte an den Tag, weil die Sonne dann scheint. Oder ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ne, so diese Geschichte halt. Ich meine, vielleicht ist das mit der Sonne jetzt ein doofes Beispiel, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Ja, oder dass du zum Beispiel wirklich, dass du davon ausgehst, dass der Strom da ist. Du erwartest eigentlich unterschwellig, dass Strom da ist. Oder unterschwellig, dass Wasser da ist. Und wenn es dann mal nicht da ist, dann wäre es bei mir so, ich würde denken, auch scheiße, oder wenn kein Internet da ist, oh, jetzt wollte ich gerade arbeiten, jetzt wollte ich gerade das machen, jetzt ist kein Strom da. Aber dann denke ich, oh ja gut, dann gehe ich halt raus und genieß die Natur und mach was mit meinen Hundis, mit dem ich jetzt hier auch gerade was machen muss. Okay.
Aber andere Leute, die dann halt irgendwie so viel geplant haben, die kriegen dann echt einen, die kriegen dann halt Stress, ne? Und das ist auch gelassen sein. Wenn du dann keine Erwartungen hast, dann hast du, bist du viel mehr in der, in der Gleichgültigkeit, in dem Gelassensein, in dem Easygoing und hast keinen Stress, bist nicht enttäuscht, gar nichts. Das ist total cool, kannst du das Leben viel besser genießen. Und das wollte ich euch heute einfach mal so, so mitgeben, ja? Dass ihr einfach mal guckt, an was knüpfe ich alles Erwartungen. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit jemandem, das ist mir aufgefallen mit diesen Messages schreiben da mit WhatsApp, ne? Oder auch Messenger oder Telegram oder was es alles gibt. Oder auch E-Mail. Wenn man nicht sofort antwortet, dann ist es bei vielen Menschen so, dass die total enttäuscht sind. Also man kann ja immer sehen, gerade jetzt bei diesem WhatsApp und so, dass das halt dass die Nachricht gelesen wurde. Und ich hatte dann mal ein Gespräch mit einem Herzmenschen, die gesagt hat, ja, also wenn jetzt jemand schreibt, dann muss ich doch antworten. Dann sage ich, wieso, du musst überhaupt nichts. Du musst noch nicht mal sterben. Und dann sagt sie, doch, der erwartet doch, dass ich dann antworte. Und dann sage ich, nö, ich antworte meistens, außer es ist wirklich dringend, erst Stunden später, wenn ich am Computer sitze, weil ich tippe lieber im Computer ein als in diesem blöden Handy-Ding. Weil ich kann, ich gucke halt WhatsApp auch im Computer, da gibt es ja diese Funktion. Und wenn es wirklich dringend ist, und ich spüre, es ist dringend, dann spreche ich schnell eine Nachricht drauf. Aber manchmal auch gar nicht. Und ich erwarte auch gar nicht, dass das bei mir so ist, wenn ich jemandem schreibe. Und wenn ich jetzt wirklich was Dringendes schreibe, dann schreibe ich dazu, hey, kannst du mir so schnell wie möglich antworten? Und wenn er dann halt nicht antwortet, ist auch okay, dann suche ich mir die Information woanders, wenn es irgendwie um was, weiß ich nicht, geht. Oder ich denke dann halt, ja gut, dann will er halt nicht, dann mache ich, wenn es zum Beispiel darum geht, sich zu treffen oder weiß ich nicht, dann mache ich halt was anderes. Oder wir haben hier zum Beispiel in unserem Kreis hier, wir treffen uns samstags immer im Ort in einer Bar. Also das ist jetzt keine Bar, das nennt sich hier in Spanien so, das ist wie ein Bistro im Endeffekt. Zum Frühstücken und ja, wenn ich hochgehe, dann ich gehe dann halt auch immer einkaufen in dem Supermarkt, wo es die Hafermilch gibt meistens. Dann gucke ich halt, ist jemand da und wenn niemand da ist, da in diesem, dann esse ich, dann bestelle ich mir was, esse was und gehe wieder, aber ich bin da nicht enttäuscht. Es war jetzt schon zweimal so, aber meine Güte, ich muss ja eh einkaufen. Ne? Also man macht sich das Leben viel einfacher, wenn man nichts erwartet. Oder halt nur dieses Grundsätzliche. Und wenn das dann halt nicht eintrifft, dann einfach sagen, Scheiße. Ja, gucke ich halt mal nach einer anderen Möglichkeit. Ja, das ist das Leben, Leute. Macht es euch doch nicht so schwer. Verdammt nochmal. Die Leute machen sich so schwer, auch in den sogenannten Beziehungen. Dann wird das vom Partner erwartet. Genau dann auch wieder mit diesen Messages. Dann wird eine Message an den Partner, an den Lebensgefährten geschrieben und er antwortet nicht sofort und dann ist man gleich, dann denkt man gleich, der ist mit einer anderen irgendwie zugange oder was weiß ich, diese Geschichten. Ich habe keine Ahnung, was für Filme da in den Köpfen abgeht. Leute, macht euch locker. Wenn ihr erwartet, dann erwartet ihr oft ja auch was Negatives. Es steckt ja auch drin in so einer Erwartung und dann kann es ja auch in Erfüllung gehen. Also ich würde, also ich finde, erwarten ist für mich absolut stressig. Und wenn ich nichts erwarte oder so wenig wie möglich, dann bin ich total im Flow, dann bin ich relaxed, das ist doch cool. Ja. Und zum Beispiel auch mit meinen, ich habe ja gesagt, ich arbeite auf Wertschätzungsbasis. Ich erwarte schon, dass mir jemand mir was dafür gibt. Das ist das schon, das erwarte ich, weil es wichtig ist für. Ja, auch für den anderen, ne, der das in Anspruch nimmt. Aber was ich nicht erwarte, ist einen bestimmten Betrag, den er mir gibt. Ja, weil ich das aus dem Herzen heraus mache. Ich freue mich natürlich, wenn die Beträge in einer bestimmten, wenn die eine bestimmte Summe haben, dann freue ich mich total, dann springe ich im Dreieck. Weil ich habe ja, wie gesagt, hatte ich ja schon mal gesagt, ich habe nicht viel Geld und ich komme auch mit wenig Geld aus und wenn es dann eine bestimmte Summe ist, wo ich 2 Wochen von leben kann, dann, boah, dann, wo andere vielleicht einen Tag von leben, weil sie wieder einkaufen gehen, dann ist das für mich geil. Da freue ich mich, aber ich erwarte es nicht. Dann kannst du dich nämlich auch viel besser freuen, weil du nämlich dann, weil du dich ja über alles dann freuen kannst. Auch über das Kleinere, ne? Was dann, wenn du die Erwartung zu hoch setzt,
und dann nur ein kleiner Teil davon eintritt, dann kannst du dich ja gar nicht freuen, dann bist du ja enttäuscht. Aber wenn du keine Erwartung hast, dann freust du dich auch über das Kleine. Ne? So ist das. Und du hast viel weniger Stress im Leben. Also denk mal drüber nach. Fühl mal rein, wo du überall erwartest und wo du überall Hoffnungen hast. Und dann guck mal, was passiert, wenn du das nicht hast. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Ding. Und schreib dir das vielleicht sogar auch auf am Anfang, damit du das nachvollziehen kannst. Und ich glaube, dass das Leben viel einfacher ist, viel entspannter, wenn man nicht so sehr viel erwartet. Also gerade auch diese Kopfgeschichten, ne, so eine Vision zu haben oder irgendwas, das ist schon in Ordnung, aber all diese festgefahrenen Erwartungen, sage ich jetzt mal, die sind ungesund. Und da empfehle ich dir mal hinzugucken, hinzufühlen und zu gucken, was passiert, wenn du erwartest und wie deine Erwartungen aussehen. Sind die halt diese festgefahrenen oder sind es eher so Erwartungen, die aus dem Herzen herauskommen, die ja dann wieder eher spielerisch sind? Oder guck mal hin und also wenn du magst, mach dir Notizen so die ersten Tage und dann guck mal, was ist, wenn du eben nicht erwartest und vergleich das und du wirst sehen, wie entspannt das Leben ist, wenn du dieses Gelassensein hast, diese Gelassenheit, diese Gleichgültigkeit. Ja, gleichgültig ist nicht negativ, weil es ist alles gleichgültig. Es ist das, ich sag mal, das, was positiv eintreten könnte, gültig, aber auch das Negative. Es ist alles gleich. Weil dann sind wir ja auch wieder sozusagen in der Dualität. Und wenn du die Dualität gleichwertig behandelst, dann ist das Leben viel geiler. Es ist, ja, guckt mich an, ich bin eigentlich fast immer glücklich. Auch in Momenten, wo dann was eintritt, was ich erstmal nicht so geil finde und wo ich dann denke, Scheiße, wo ich dann erstmal rumflippe, so ein paar Sekunden, 2, 3, 4 Minuten, manchmal auch 10. Aber dann denke ich, huch, ja, was flippe ich denn hier jetzt rum? Ist ja eigentlich, ja gut, das war mal netter, da kann man so ein bisschen wieder raus. Und dann gucke ich mir die Möglichkeiten an, die ich habe. Und meistens gibt es dann nämlich trotzdem wundervolle Möglichkeiten, wenn irgendwas anders ist, als es normalerweise sein sollte. Ne? Zum Beispiel, wenn Stromausfall ist. Ja, dann kann ich halt nicht an Computer und arbeiten. Ja gut, dann mache ich halt was anderes. Ja, dann gehe ich raus mit den Hunden oder ich mache einen Dreamcatcher oder ich bastel was oder ich lege Karten. Mache ich ja sowieso im Moment viel lieber als am Computer sitzen. Oder ich lege mich in die Sonne oder ich schlafe eine Runde oder ich mache mir was zu essen. Ja? Die Wäsche kann auch morgen gewaschen werden, wenn der Strom wieder da ist. Und wenn er morgen nicht da ist, dann wasche ich sie halt mit Hand. Punkt. Also. Versteht ihr, was ich meine? Man kann sich das Leben leicht machen oder schwer. Und viele machen es sich halt noch schwer. Und dieser Film ist jetzt einfach nur ein Input. Einfach mal hinzugucken, was ich erwarte, warum ich Hoffnung habe. Oder warum ich Bedingungen an etwas knüpfe. Das ist ja auch dieses Ding. Weil das ist ja, warum, also das ist, warum ich immer sage, erwartungsfrei und bedingungsfrei ist geil. Ne? Und natürlich erwartet man so ganz tief immer noch was. Das ist ja diese Grunderwartung, die an diese natürlichen Dinge gestellt sind. Ja, wir gehen gleich weiter, Schneckchen. Und die gibt es schon. Aber von was ich rede, wenn ich von erwartungsfrei rede, ist dieses, ja, wenn der Kopf halt zu so sehr drin hängt und auch zu viele Bedingungen, ne, und zu viel, was könnte es sein, wenn und da, oh, wie geil und. Ach, wir gehen jetzt. Also, das war's, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr kommentiert, was ihr so für Erwartungen habt und Hoffnungen und wie es euch damit geht. Wenn ihr auf meine Webseite geht, andreawirk.com und wenn ihr mich abonniert, fände ich auch geil auf YouTube und auch auf Facebook. Und der Hugi, der sagt jetzt Tschüss. Der will nämlich weitergehen. Auch der hatte so viel Geduld gerade. Oh, der kleine Schatz. Gell, Schnucki? Alles Liebe, euch einen wundervollen Tag. Tschüss.